sind wir auch schon wieder. Alles fertig. Alles eingesammelt. Unser Lager ist voll. Wir starten die nächste Mission. So, los geht's. Wieder Medium. Finde ich vollkommen okay. Medium. So. Ja. Da wird's gleich ein bisschen anders aussehen. This Formica Fusca Black Ant Queen has given birth to her first brood. While the workers established their new territory in the earth, above ground, a nearby colony of Formica sanguinea slave maker ants are on the lookout for would-be victims. These ants specialize in stealing larvae from neighboring nests and raising them as their own. If the black ant colony isn't prepared for the inevitable incursion, they may be wiped out entirely. So. Da werden wir mal ein bisschen Futter ansetzen. Formica sanguinea are not the only danger for the fledgling colony. There is something even more sinister nearby, lurking in the darkness. So, ja, was wir hier auf jeden Fall haben werden, ist, wie ihr schon seht, ein paar Löcher. Das heißt, wir haben ja Ausflug nach außen. Nicht wir, sondern es kommen welche von außerhalb an. Das heißt, wir müssen echt aufpassen und ganz schnell eine Armee aufbauen, weil ja Besucher kommen. So sieht's aus. Genau, bringt erstmal das ganze Futter rein. So, damit das Essen erstmal drin ist, auch in Sicherheit. So. Also ein bisschen Futter einlagern. Ist okay. Dann tauschen wir wieder die Plätze hier. Die sind frei. Puh. Genau. Ich weiß nicht, soll ich noch mal innen machen? Nee. Setz die mal hier alle an. So. Okay. Yep, da seht ihr. Sigestria Florentina, a funnel web spider. She is large, fast, and equipped with a deep, powerful bite. Her lair is carpeted by sheets of silk woven between tripwires that radiate out from the entrance. She can detect even the slightest vibrations with her sensitive legs. Any ant that strays too close will be snapped away in the blink of an eye. Ja. Also, wir haben hier Spinnen, gegen die wir kämpfen müssen. Echt nicht sehr nett, aber was soll's. So, jetzt haben wir gleich erstmal hier. A sanguinea scout has sensed the presence of the black ants. A raid on the colony is now inevitable. The question remains as to whether they will merely pillage a generation of young or wipe out the colony entirely. In the end, it will come down to the tenacity of the defending ants. So, jetzt habt ihr's gesehen. Wir werden beklaut hier von Dieben. So, erstmal schnell die Ameisen oder Würmer holen. Um nochmal wenigstens einen Kämpfer auszubilden. So. So, okay, achso, Futter ist voll. Und bitte baut mal hier das Futter aus, genau. Damit eingelagert werden kann. Gut, dann gehen wir am besten
machen wir hier auf. There are intruders in the nest. Ich sagte, wir nehmen alle mit. Ja, 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 tötet die Spinne. Sehr, sehr schön. By working together, the ants have overwhelmed one of the funnel web spiders. She won't be causing any more trouble for the colony. Her sisters, however, still present a problem. So, jetzt geht's los. Jetzt kriegen wir schon den ersten Incoming. Das heißt, wir müssen erstmal ganz fix hier unsere Ameisen sammeln. Die hier. Jetzt sind wir dann mal auf die 2. So. Setzen nochmal hier ein bisschen Butter an. The raiding party has arrived. The slave makers will head straight for the brood chambers. They must be stopped. Geschafft. Wir haben sie gestoppt. The raiding party was no match for the valiant defenders. The brood remains safe. For now. Ja, wer weiß, wie lange wir noch sicher sind. Deswegen müssen wir hier fix weitermachen. So. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Nee, ihr geht wieder zurück. Ja, Mist. Ja, sie ist tot. Okay. Weiter geht's. This colony must remain small for now. Food is too scarce to support greater numbers. Ah, mach erstmal nur hier frei. So. Das heißt, jetzt haben wir hier ordentlich wieder Butter drin. Gleich. Weil ich nicht weiß, ob jetzt nochmal ein Angriff kommt, jetzt gleich sofort, oder wir kurz Zeit haben. Können wir... Ja, ein bisschen Futter können wir ausbauen, das ist okay. Wir bauen auch nochmal hier 2 aus. Ja, trag das mal weg. Sehr gut. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt hier wirklich 23 Ameisen. Das ist... Okay, wir müssen den nächsten Angriff abwehren. Setzen die wieder auf die 2 hier unten hin. So. So. In der Hoffnung, dass wir es auch diesmal abwehren können. Weil die klauen uns nicht nochmal ein paar Eier. Da kommen sie. The Sanguinea Colony seeks once again to bolster its numbers. A battalion of slave makers charge into the nest. Die Gegner sind viel, viel größer als meine Ameisen. Okay. Okay, und auch geschafft. Das können wir da auch. The raiding party was no match for the valiant defenders. The brood remains safe. For now. So. Setzen wir sie ab sofort auf die 1. Ganz einfach. Und sagen hier entlang. Immer die 2 jetzt. Predators are loose in the nest. So. The larvae must be protected. Angriff! Hallo. Sehr schön. Auch das Nest haben wir geräubert. Gleich. So, okay. Das heißt, wir graden natürlich ein paar Ameisen ab. So, upgraden. Holt das Futter rein. Das heißt, hier aufmachen.
gehen wir gleich weiter. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Okay. Das heißt, hier kriegen wir wieder ordentlich Futter. Das ist sehr schön. Da können wir gleich mal ein paar upgraden. Ein paar Ameisen. Damit die einfach stärker werden. Und schicken. Nein, stecken die nächsten Ameisen erstmal nur dahin. Da oben hin. Oh, nein, nein, nein. Die nächsten incoming. Das heißt, wir müssen zurück. Ja. Okay. Genau, trag die nochmal dahin. Sehr schön. Die 1 kann nochmal den Rest hier oben abholen. Unsere Arbeitergruppe. So. Immer ein bisschen Futter übrig lassen. The Sanguinea Colony seeks once again to bolster its numbers. A battalion of slave makers charge into the nest. Okay, wir verlieren ein paar zwei Ameisen. Aber wir halten unsere Eier zurück. Sehr schön. The raiding party was no match for the valiant defenders. The brood remains safe. For now. Genau. Wer weiß wie lange. So, die Gruppe 1 können wir wieder auflösen. Gruppe 2 nehmen wir wieder in die Hand. Genau, schickt mal ein paar Eier da weg. Und dann los geht's. Ab zur nächsten Spinne. Sehr schön. Klasse. Das könnt ihr euch auch holen, das ganze Futter. Sehr, sehr schön. Ach, Mist. So. Obwohl, wir können mal die Futterecke ein bisschen upgraden. Damit auch da wieder ein bisschen mehr reinpasst. So, hier noch 45. Auch nicht mehr viel, dann ist das Essen auch hier alles weg. Dann haben wir hier unten noch die nächste Spinne, die wir haben. So. Zweimal und dann... Los geht's. Sehr schön. Die bringen auch gerade das ganze Futter hoch. Sehr, sehr schön. Das heißt, hier können wir wieder... So, hier oben sammeln. Gruppe 1 soll bitte mal hier hingehen. Das Essen abholen. So. Seht ihr mal, große Ameise, Stufe 3. Wunderschön. Gefällt mir. There is no respite from the culling. The Sanguinea will subjugate or exterminate. Ah, hat auch keiner geklaut. Das the raiding party was no match for the valiant defenders. The brood remains safe. For now. Wir holen jetzt mal das Futter auch da weg. Mit unseren Kämpfern. Ein paar Mäuler mehr können ja dann mehr tragen. Genau, nimmt mal alles mit. Alles mitnehmen. So, das war's dann schon mit dem Futter. Okay. Zweimal. So, die letzte dran rumbeißt. Schicken wir euch hier nach unten. Dann machen wir mal hier unten das frei. Hier hin. Und die Seite erstmal abgefrühstückt. Das ist sehr schön. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected.
Okay, da haben wir's. Alles schön fertig gemacht, sehr schön. Klasse. Ja, Futter haben wir wieder, das heißt, wir können hier ein paar Ameisen hinsetzen. So, darüber laufen. So, das heißt, ab zum nächsten Punkt. Oh, nein, ich sehe schon. Der nächste Angriff steht bevor. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier wieder uns sammeln. So, 39 Ameisen, also das müsste ja mal langsam hier ordentlich was werden. The slave makers are back. They can sense larvae and they want their share. Okay. Sieht ganz gut aus. Ah, der kommt auch nicht davon. The raiding party was no match for the valiant defenders. The brood remains safe. For now. So, das tun wir wieder aufheben. Die Gruppierung dort oder den Sammelpunkt. Die gelben. Und predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Starten gleich durch. Sehr schön. Bis zum Ende durchlaufen einmal. Ja, nimmt alles mit. Klasse. So, bilden natürlich ein paar aus. Achso, können wir auch gleich mal hier aufmachen. Sehe ich gerade. Rück mal das da weg, das Futter. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön ist das. Klasse. Ja, wollte schon sagen, wollte das nicht wegtransportieren. So. Haben wir die Asseln auch gleich alle aufgefuttert. Na? Dann könnten wir uns nämlich bald auch hier oben genau zuordnen oder widmen. Oh Mist. Der nächste Angriff. Ach ja. The workers have done all they can to prepare this brood chamber. Machen wir so. Machen wir ein paar Stufe 3er. Oh, wir haben schon 39 Ameisen. Ordentlich ausgebildet, schön. Sehr, sehr, sehr schön. Gefällt mir. The Sanguinea colony seeks once again to bolster its numbers. A battalion of slave makers charge into the nest. Wir werden schon fast am Anfang abgefangen, alle. So. Wunderbar. Ab hier hin. The raiding party was no match for the valiant defenders. The brood remains safe. For now. Genau, gleich hier rein. So, Spinne ist tot, sehr schön. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. So. Wir sagen gleich zu den Ameisen ab hier nach oben. Sehr, sehr schön. Das Futter läuft. Wir können noch mal ein paar Ameisen dazu holen. Wunderschön. Den einen haben sie schon zwischendurch mal platt gemacht. Auch so nett.
So, andere werden aufgewertet. Futter kommt wieder rein. Das ist sehr schön. Das heißt, dann haben wir den Bereich hier unten fertig. Das heißt, nur ab nach oben und dann fertig. Schön, holt das Futter. So, was müssen wir noch machen? Arbeiter. Auch mal. This colony must remain small for now. Food is too scarce to support greater numbers. So, wir müssen da wieder hoch. Wir sagen den Arbeitern, die sollen mal dahin gehen. Lieber Arbeiter, holt mal bitte das Futter von da oben. The slave makers are back. They can sense larvae, and they want their share. So, wunderschön. Das haben wir auch geschafft. The raiding party was no match for the valiant defenders. The brood remains safe for now. So, die 1 lösen wir auf. Die 2 schicken wir gleich erstmal nach oben, um die Spinne zu killen. Und lassen gleich mal hier öffnen. So. Ihr macht mal alles auf hier. So. Und ran da, genau, ran an die Bockwurst. Los geht's. Genau. Alles wegmachen, was hier nur ist. Sehr, sehr schön. Klasse. Ah, kein Essen mehr. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Arbeiter. So. Okay. Dann raiden wir wenigstens mal ein paar von denen ab. No, dann haben wir das auf jeden Fall geschafft. Warten auf das Finale incoming. There is no respite from the culling. The sanguinea will subjugate or exterminate. So, die 7 kümmern sich um die Brut unten. Und die restlichen Arbeiter hier oben. Damit die, die Eierdiebe nicht rankommen können. Ah, sieht gut aus, hä? Once again, the slave makers return to their nest with new black ant larvae to raise as their own. The raids will continue, but this Formica Fusca colony has proved its capacity to endure and grow. Eventually, they will surpass their parasitic overseers, and the continued raids of the slave makers will reduce to nothing more than a mere inconvenience for the great Black Ant Empire. So. Die nächsten. Hier nehmen wir, am besten. Nehmen wir mal das Genie, damit wir gleich in unser Hauptterrarium oder sozusagen. How is the colony progressing? The queen is exhibiting interesting new behaviors. I believe the colony is beginning to adapt. Ja, sehr schön. Okay, Futter haben wir genug drin. Das heißt, wir tun jetzt erstmal ausbilden eine. Aber eine
Kriegereinheit. Die tun wir gleich verstärken. Wunderschön. Perfekt. Besser geht's gar nicht. So, und das werden wir auch gleich hier machen. Wir werden jetzt hier erstmal... The Raptor workers have raised the first Formica-Fusca ant. Finally, we have the opportunity to observe multiple species within the same colony. So. Die ersten tragen schon die Eier hin. Wir machen gleich hier die zwei, schicken wir gleich erstmal raus, holen Futter. Alle, die geschlüpft sind, holen jetzt Futter rein. Unsere kleinen Kämpfer. Da sind sie. Achtung, die kommen gleich raus. Da sind sie. Der erste Kämpfer ist draußen. Sehr, sehr schön. So, wir werden dann auch gleich... ja, die werden wir noch machen lassen. Unsere kleine Arbeitergruppe. Die sollen sich mal um die Eier hier kümmern. Und unsere Kämpfer sollen sozusagen das Futter reinholen. Denn mit 25 Stück geht es dann doch schon mal ein bisschen schneller. Wir brauchen nur noch einen, dann haben wir 26 hier. So, sehr schön. Eine 26er Koloniegröße. 26, 29... Futter. So. Die nächsten hier reinbringen. Machen wir gleich mal darüber. So. So, das heißt jetzt nur noch zwei schlüpfen. Der schlüpft und wer schlüpft noch? Der dann. Ja. Okay. Tun wir ein paar aufwerten hier. Das ist mega wichtig für die Aufwertung jetzt hier bei uns. Ja, wie ihr seht. Das Feld rasant abgearbeitet und unsere Vorratskammer, naja, die plündere ich ja ständig. Genau, holt noch die letzten vier Körner hier drüben. Sehr schön. So, sagen wir gleich dahin laufen. So, die roten Punkte, die holen wir uns dann auch gleich noch, die Asseln. Mal gucken, wie viel Futter haben wir jetzt schon? 500. Das heißt, wir bilden noch mal ein paar aus. Denn eine starke Kolonie brauchen wir. Geht ja auch wunderbar jetzt. Viele jetzt hier rein und rauslaufen. Sieht so schön aus. Auch von der Grafik her sehr schick gemacht. Auch die ganzen Käfer, dass man sich so mit Asseln und Spinnen, da schüttelt es mich gleich, sich befassen will. Ja. Zwar nicht so mein Fall mit den ganzen Spinnengewürmen, aber naja, was soll's. Wir haben sie platt bekommen, die Spinnen. So, das heißt, jetzt holen wir gleich nochmal Fleisch ran. Letzten zwei Krümel. Ja, holt noch den Krümel. Und jetzt holt euch mal die Assel da oben.
dürft zum ersten Mal richtig zubeißen. Kraftvoll zubeißen. So. Oh nein, oh nein, oh nein, er stirbt tot. Wunderschön. So, genau. Nächste, der beißen tut. Weil da der dritte dran rumbeißt, können wir nach unten die Horde bewegen. Die grüne Horde. So, sehr schön. So, Frau Assel, Sie sind gleich dran. Kolonie hat Hunger. Fettes Steak habe ich versprochen. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Klasse gemacht. Okay. Jetzt müssen wir noch warten, bis das Essen drin ist. Und dann kommen wir zum ersten Challenge-Punkt, den wir machen. Schon mal. Na los. Meine Freunde, beißt euch durch. Sehr schön. So, wir schicken sie wieder alle zurück. Und das war's. Wir haben sozusagen jetzt alles hier einmal gemacht. Jetzt könnten wir sozusagen die Mission wiederholen. Ja. Im Challenge-Modus. Um eben halt mehr Gelee zu bekommen, um halt auch die hier auszubilden und so weiter und so weiter. Oder wir starten einfach mal ein schönes Experiment. Ja? So, wir starten das hier einfach. I think it is time we connected the outworld to the feeder. Ups, ups, das to the feeder colonies. I want to see how these eruptors respond under pressure. I will prepare the experiment. So. Let's begin with a small threat. Connecting the Fusca colony now. I will let 10 through to start with. So, jetzt kommen die ersten Gegner an. Die ersten Ameisen hier oben. Den werfen wir uns auch gleich mal entgegen. Und wie ihr seht, können wir hier uns ordentlich durchbeißen. Mit einem Verlust. Okay. The Raptors identified the threat and responded very quickly. Excellent. Let's see how they handle a few more, shall we? Introducing 20 Formica-Fusca Ants. Ich weiß nicht, warum die da oben jetzt gewartet haben. Na gut. Macht sie platt. Sehr schön. Our Eruptors have neutralized the threat to their queen. Good. Continue the experiment. Let me know the results. Don't add more than 30 ants at once, though. We don't want to harm the queen. Mm. Understood. Bewegen die sich hier nicht? Ist jetzt gerade. I wonder how they will react to a rival Eruptor colony. Introducing 40 rival Raptor Ants. Mist, ich sage, lauft mal hier hin. Ah ne, ups, die wollte ich jetzt nicht, sondern die hier. Oh, 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 oh! Leute, Leute, Leute! Ihr müsst hochkommen. Ach, jetzt bewegt sich doch der Rest. Okay. Das war jetzt gerade nicht so der Plan. Hm. Excellent. Ist besser. Wir bleiben hier. Introducing a further 50 rival Raptor Ants. 50? 50 von denen? Okay. Das ist eine Menge jetzt.
sieht aber ganz gut aus. Weil die kommen ja auch noch Stück für Stück rein, also... Fascinating. Ah, sehr schön. Warum holt ihr nicht dies, Now, let's try 60 Raptor Ants. Och, darum mache ich mir jetzt auch keine Sorge, wenn es schon 50 platt waren. Weil ich muss zugeben, ich habe diese Challenge-Sache gar nicht gemacht beim letzten Mal. Sondern nur die untersten zwei Missionen, die wir schon gemacht haben. Die Challenge-Modus habe ich gar nicht gemacht. Deswegen, also... 60, ja, okay, wir haben 50 platt gemacht, also 60 sehe ich jetzt auch nicht das Problem drin. Gut, liegt hier viel bewegungslos auf dem Boden. A superb response! Ohne Probleme, also. Sehr, sehr schön. Warum laufen die denn da immer zurück? Was? Samen? Soll ich die jetzt zusammen? What about a combination of a Raptor and Fuska? Let's start with 20 of each. Okay, gut, dass ich die nicht geholt habe. Dann wäre jetzt meine halbe Armee draußen und. Nein, die brauche ich hier drinnen. Genau. Schmeißt euch die entgegen. Rot, schwarz, grün. Alles wird hier bekämpft. Ja. An unconventional defense, yet highly effective. Da habe ich doch ein paar verloren gehabt. It's interesting to see the colony fight on two fronts. Perhaps we should try 30 of each. 40 von jeder. Okay. Okay. Futter haben wir noch da. Die Arbeiterkolonie, die Arbeiter kümmern sich unten drum. Das ist sehr schön. Das heißt, oh Gott, jetzt kommt schon die ganze Horde angerannt. Meine halbe Kriegerarmee, Kriegermannschaft ist nicht da. Oh, 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 oh. Oh oh. Hm. Nicht gut aus. Magnificent. Once again, our Raptors triumph. Okay, wir ziehen uns zu unserer Königin zurück. Ich hoffe, die plündern nicht mein Essen da oben. Ansonsten muss ich wieder hochrennen. Oder war es das jetzt? Noch mehr Samen? Ah, das holt die schnell. Wenn jetzt ein bisschen Futter wieder reinkommt. The colony's ability to withstand such overwhelming assaults is incredible. I wonder, how will they handle a sustained flow of aggressors? Shit, shit, shit. Ich glaube, der wird dran glauben müssen. Ja. Der hat leider verloren. Kommen die jetzt ununterbrochen? Oh, Scheiße. Let's make things a little more interesting, shall we? Enter the Devil's Coach Horse. Nee,
Typ ist am... Alter Scheiße, wie soll ich... Das... Whoops! I seem to have dropped my beetles. I hope they don't harm the little ants. Hey... Wie soll ich denn das denn schaffen? Ja, und jetzt ist der Große da. Sehr schön. Oh, nee. Zwei. Drei. Ja, Perhaps that's enough for now. Ja. Why? The Queen is in danger. Perhaps I should stop the experiment. Ja, wie denn, Mein Essen geht auch bald zu Neige. Das war's. Es ist super, yeah. The Queen is in danger. Perhaps I should stop the experiment. Was, die Königin? Okay. What is going on? What happened to the Queen? The ants were weak and confused. We should start again with a healthier colony. Very well. Purge the former carrion. Yeah. Dazu muss ich jetzt nichts mehr sagen. Wie soll ich das denn schaffen? Mit so vielen Gegnern. Alte Scheiße. Okay, gut. Ich muss was Neues einfallen lassen, wie ich das schaffe. Bis dahin, wünsche ich euch erstmal noch schönen Abend und, bis zum nächsten Mal. Mal gucken, wie die nächste Kolonie dann wird. Erstmal euch noch einen schönen Abend und ciao, ciao euch.